Ja, hallo und willkommen zum neuen Messer-Review. Heute mal mit einem schönen Hintergrund, nämlich der Tag der britischen Armee, hatte ich schon mal vorgestellt. Also ein Rucki-Zucki-Video über das Ed Mahoney namenlose Messer. Dem gebe ich jetzt einfach mal meinen Namen, weil Messer muss Namen haben. Das ist wie mit einer Frau. Ja? Ihr kennt alle das Ed Mahoney Pathfinder, ja, war in der Verlosung, ist weg, muss ich nur noch wegschicken. Ich denke, das hier, das könnte man glatt nennen, da die Boy Scouts of America immer ein Fixed und ein Klappmesser dabei haben und ich finde, die zwei sich nicht ganz unähnlich sind. Natürlich ein bisschen anders. Kriegt das hier jetzt den Namen Ed Mahoney? Pathfinder Scout. Also dann, bleibt bei mir. Jetzt geht's zum Tabletop Review. So, da sind wir wieder. Und ja, das Ed Mahoney Pathfinder Scout. Schauen wir es uns mal genau an. Ich habe es jetzt ein bisschen länger im Betrieb gehabt. Habe ich vom Andy Haas bekommen. Als ja, Giveaway und so weiter Messer. Reden wir über die Specs: 440C Stahl, ordentlicher Stahl, sehr gutmütig, verzeiht viel. Haben wir hier einen einseitigen Daumenpin, aber den kann man umsetzen. Haben wir hier einen nicht Gürtelclip, ne, sondern einen Hosentaschenclip. Der ist leider nicht umsetzbar. Es sei denn, man hat keine Bohrmaschine, weil dann kann man das selber machen. Ne? Also kann man sich die Löcher selber bohren und den Clip umsetzen, gerade so, wie man lustig ist. So, kommen wir mal zum Gewicht. Meiner alten Waage. Kommen wir bei stolze 129 Gramm. Ja, mal zum Vergleich. Das Manx 2 liegt bei 83 Gramm. Ja, gut, kostet aber auch das Fünffache. So, mal hier die Waage auf Seite packen. So. Messen wir mal. Ich darf es ja nicht zeigen. Gesamtlänge liegt bei 19, Peng. 19,8 oder so. Zentimetern ausgeklappt. Klingenlänge bei 9. Brauchbare Schneide ca. 7,5 cm. Der Griff ist ganz exakt 10,5. Da haben wir hier so ein paar Finger aus der Grooves, Ausbuchtung. Liegt also ziemlich gut in der Hand. Kann ich nichts anderes gegen sagen. Das ist, liegt wirklich gut in der Hand. Ohne Käse. Ich nehme jetzt mal. Eigentlich mache ich das nicht. Einen Sprock, den ich mal geschenkt bekommen habe. Und zwar von meinem Freund Malcolm. Sprich John J. Rambo 111111111. Und zeig mal, wie sich das noch durch wirklich fuchstrockenes Holz beißt. Löckchen produziert. Ja. Klasse. Messer ist auf 59 Rockwell gehärtet. Wie ich sagte, der Daumenpin lässt sich umsetzen. Dann haben wir hier das Logo von Ed Mahoney. Tut mir leid, dass ich das jetzt auch mal putzen sollen, aber gut, jetzt sind wir dabei. Haben wir G10 Griffschalen mit hier drei Linien drin. Die Liner sind nicht skelettiert. Das zeigt sich ja auch im etwas höheren Gewicht. Finde ich aber nicht schlimm, ganz ehrlich gesagt, dass ja eine offene Konstruktion ist. Kann man also mit einem Wattestäbchen, mit einem Q-Tip immer hier so durchgehen und sauber machen. Auf der einen Seite mag ich die, ja, das skelettierte, die skelettierten Liner, auf der anderen Seite finde ich es schrecklich fürs Saubermachen. Tja, Hosentaschenclip ist nicht unbedingt eine Beauty Queen, ist aber extrem stramm. Ist aber extrem stramm. Ja. So. Was gibt es darüber, das mal so zu sagen? Ne, eigentlich nicht viel. Das sind Standard, ja, Werkstoffe,
440 G10. Dann haben wir hier die Schrauben. Ja. Das ist ein 6er und das hier müsste ein 10er sein. Bin ich mir jetzt nicht sicher. Auf beiden Seiten. Ja. Also über das Messer selber gibt es so gar nicht großartig was zu sagen. Gucken wir mal, wie es aussieht nach ewiger Zeit mit. Also es war wirklich in Benutzung. So, so ist es nicht, gell? Und das ist doch die Auslieferungsschärfe, ne? Naja, alles macht's halt nicht mehr mit, gell? Liegt aber auch ein bisschen am Papier, ganz ehrlich. Okay, eigentlich ist das ein richtig feines Messer. Es tut mir auch ein bisschen in der Seele weh, dass ich es weggebe. Aber gut, man muss das Gear im Kreislauf halten. Ne? Also Ausrüstungsgegenstände im Kreislauf halten. Ich zeige nochmal hier, warum ich das jetzt so genannt habe, das Pathfinder Scout. Das ist auch ein bisschen in Anlehnung an Dave Canterbury, weil die sind ja aus derselben Linie im Prinzip. Wir haben übrigens hier einen konvexen Anschliff, ne? Einen konkaven Anschliff. Ja. Seht ihr, wie sich das Licht jetzt bricht? Achtung! Also konkav ist ja, ein Hohlschliff. Merksatz für konkav und konvex ist, so hat man mir das damals beigebracht. War das Mädchen brav, blieb der Bauch konkav, hatte das Mädchen Sex, wurde der Bauch konvex. So, das war's eigentlich schon. Ich zeige euch aber nochmal eins zum Vergleichen. Das werden einige Leute wahrscheinlich auch kennen, vielleicht lieben, vielleicht hassen, ich weiß es nicht. Bear Grylls wird ja kontrovers diskutiert, ist er gut, ist er schlecht. No? Da haben wir hier auch ein viel genutztes, ihr seht es ja am Dreck, ein viel genutztes Scout Compact. Ja? Mit den wirklich schrecklichen Serrations. Ich kann denen echt nichts abgewöhnen. Und ich sag mal, für die Hälfte von dem da habt ihr hier ein richtig gutes Messer. Und jetzt, Mathis, das ist dein Messer. Oder wenn man sagen würde, Mathis, in Köln würde man sagen, Mathis, das ist Ding Metz. So. Und jetzt zur Verabschiedung. So, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Das Messer auch. Wie immer gilt, Daumen rauf, Daumen runter, vollkommen egal. Jeder Daumen hilft. Und ich hoffe, dass dem Empfänger dieses Messers, der mit mir eine Engelsgeduld hatte, sprich, der Matthias Dittgen, dass dem das Messer gefällt. Also, Mathis, viel Spaß mit deinem Ed Mahoney Pathfinder Scout. Und wie immer, tschüss Madiot, schwenkt die Hut, tschüss ab und schwenkt die Kappe.